Siehst du dieses Ergebnis? Wie sehr ist das eine Hinrichtung für Peter Kaiser? Wie sehr ist das ein sozusagen wirklich dramatischer Tiefschlag für die SPÖ mit Auswirkungen auf Bundesebene? Ja, das Kaisers neue Gleis, da ist ein mottenzerfressener Kartoffelsack in Lachsrosa. Von Rot ist nicht mehr viel über. Die Sozialdemokratie hat mehr als 9% heute abgeleert. Beimeler hat ihre Joy gebracht und die Joy schaut wie folgt aus. Das Lindwurm in Klagenfurt gleichzeitig ein Busunfall, ein Murenabgang und eine Lawinenkatastrophe war. Also das war sehr joyful für die Sozialdemokratie heute, die in Wahrheit massiv verloren hat, massiv Haus und Hof verloren hat. Und eigentlich Peter Kaiser noch unter dem Ergebnis der Niederösterreichischen Volkspartei von Johanna Mikl-Leitner damit geblieben ist, nämlich bei knapp 39%. Also das ist in Wahrheit eine Riesenniederlage, die man auch nicht zur Seite wischen kann. Und damit sind die Diadochenkämpfe alle gegen den pannonischen Bullen Hans-Peter Doskozil, eher gegen Pamela Scheurer in die Wagen eröffnet. Und ja, es wird das die Nacht der langen Messer innerhalb der Sozialdemokratie weitergehen. Das heißt, das fröhliche Sägen am Stuhl von Pamela Scheurer in die Wagner wird sich ins vierte Jahr fortsetzen. Warum, Gerald, hat die SPÖ, warum hat Peter Kaiser verloren? War es Corona, war es seine Corona-Politik, war es der SPÖ-interne Streit, war es die Teuerung, gegen die er kein Mittel gefunden hat in Kärnten? Was ist der Grund, warum Kaiser heute von den Wählern so abgestraft wurde? Also die Sozialdemokratie ist auf Bundesebene in Opposition zur Regierung. Wie es um die Impfpflicht gegangen ist, hat die Sozialdemokratie mit Peter Kaiser dieser Bundesregierung als Schwarz und Grün die Räuberleiter gemacht. Das tut man als Oppositionspartei nicht, das tut man nicht als stolze Sozialdemokratie. Wenn es jetzt darum geht, die Inflation abzudämpfen, die Armen in unserem Land zu beschützen vor dem Wahnsinn der durchschlagenden Teuerung, dann macht wiederum die Sozialdemokratie in der Ukraine-Frage dieser Bundesregierung die Räuberleiter und wird mit abgestraft. Es ist daher eine Mischung aus viel. Es ist eine Mischung aus dem Peter Kaiser, der bei der Impfpflichtdebatte sich mit der Tropenmedizinerin Pamela Scheurer in die Wagner hervorgetan hat und noch dazu für Geimpfte gelbe Bändchen in Kärnten einführen wollte, als Markierung, als Ochsenmarkierung für alle Geimpften in Kärnten. Das haben die Wähler nicht vergessen. Und es ist in Wahrheit auch diese bundespolitische Situation der Sozialdemokratie, die ja auf Bundesebene keinerlei Anteil am Niedergang von Schwarz und Grün hat. Wir dürfen nicht vergessen, die ÖVP und die Grünen haben heute in Kärnten gerade einmal 20% der Wählerzustimmung erreicht. Die Regierungsparteien, die im Bund den Kanzler und den Vizekanzler stellen, haben gerade 20% erreicht und die Sozialdemokratie ist nicht imstande, aus dem Niedergang der Regierungsparteien bundesweit, aber auch in Kärnten zu profitieren. Und die Freiheitliche Partei gewinnt und das Team Köfer gewinnt in Wahrheit, weil die 1%, die Karl Nehammer dazu veranlasst haben, jetzt nach Kärnten zu fahren, zu jubeln. Er hat heute nicht 17, sondern 18% als Kanzlerpartei. Naja, das ist mittlerweile auch schon der gusseiserne Bestand, den die ÖVP da abfeiert. So, Sebastian Born-Mehner, du warst immer ein großer Fan vom Landeshauptmann Peter Kaiser. Du hast ihn immer sehr gelobt, du hast gesagt, einer der gescheitesten Politiker, die wir haben, auch einer der sympathischersten. So stellst du dir einen aufrechten, guten, linken SPÖ-Landeshauptmann vor. Und jetzt ist er heute abgewatscht worden, dass er sich mehr oder weniger schwindlig im Wörthersee wiederfindet. Ja. Also, bleiben wir bei den Tatsachen. Ja, es sind 40% fast, die den Peter Kaiser und die SPÖ gewählt haben, trotz Pamela Rendi-Wagner, trotz Christian Deutsch und all der Leute, die uns jetzt in Dauerschleife erklären, dass sie auch noch in ein paar Monaten da sitzen werden, wie ein Franz Schnabel, der am Wahlabend auch noch getönt hat, dass es keine Obmann-Debatte gibt und er natürlich selbstverständlich weiterhin Obmann bleibt. Ich glaube, dass wir die Verantwortlichen für dieses Wahlergebnis, und das ist Pamela Rendi-Wagner, das sind Christian Deutsch und das sind die Lemuren in der Löbelstraße, sehr bald nicht mehr sehen werden. Ich bin der Meinung, dass Peter Kaiser hier die Grot schlucken musste für eine völlig verfehlte Bundespolitik. Ich glaube aber auch, dass wir die Kirche im Dorf lassen sollten. Fast 9% Verlust für die SPÖ in Kärnten sind schmerzlich, keine Frage. Ich glaube, das muss auch wirklich
zu entsprechenden Diskussionen führen, oder sagen wir so, die Zeit der Diskussion ist eigentlich abgelaufen, jetzt gehört eigentlich eine Zeit der Handlungen vollzogen, und zwar auf Bundesebene. Aber am Ende des Tages ist man auch nicht vergessen, ich habe das bei Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich auch gesagt, wenn 40% der Wahlberechtigten eine Partei wählen, dann kann man nicht so tun, als wäre das ein Minderheitenprogramm. Ja? Erstens. Zweitens, wenn man sich anschaut, wie die Regierungsparteien ÖVP und Grüne zugelegt haben, nicht auf hohem Niveau, aber sie haben zugelegt, dann kann man hier auch nicht von einer Watschen für die Regierungspolitik reden, sondern muss man anerkennen, dass entgegen einem bundespolitischen Trend, wo beide Parteien im Vergleich zu dem, wie sie beim letzten Mal abgeschnitten haben, massiv zugelegt haben, also in der Relation, dann kann man auch nicht davon sprechen, dass die Bundesparteien, also Grüne und ÖVP, hier an Zustimmung verloren hätten. Es dürfte im Gegenteil eher dazu geführt haben, dass die Leute, wie man sie auch schon in Niederösterreich gesehen haben, also bei den Grünen zum Beispiel, den Rücken gestärkt haben. Hat nicht gereicht. Was mich persönlich sehr traurig stimmt, weil die Olga Voglau, die Spitzenkandidatin der Grünen in Kärnten, ich für sehr gut halte in ihrer Arbeit im Nationalrat. Aber was soll's? Der Punkt ist, und das finde ich jetzt schon wichtig in der differenzierten Betrachtung dieses Wahlergebnisses, wir haben natürlich einen klaren Wahlverlierer, das ist die SPÖ. Eines dürfen wir auch nicht vergessen, die FPÖ, also die Partei, die dort über Jahre über 40% gehabt hat und dieses Bundesland dominiert hat, auch mit einer Brot- und Spiele-Geldpolitik auf Steuergeldkosten, Stichwort Hypo, ist jetzt bei 24% und stagniert letztlich. Auch wenn ein Herbert Kickl runterfährt, um irgendwelche Lieder aufzuführen. Offensichtlich muss die FPÖ in Kärnten erst wieder ein paar hundert Euro aufs Handel legen, wie sie es unter Jörg Haider gemacht hat, damit die Leute sie wählen, weil ansonsten scheinen die Menschen dort am Ende des Tages doch mit 15% Abstand den SPÖ-Obmann zu wählen. Und das ist für mich schon immer noch ein deutliches Zeichen. Herr Dr. Bornmeiner, erstens, haben die Freiheitlichen sechsmal so viele Stimmen wie ihre Freunde, die Grünen. Mittlerweile hat die Flasche von Werner Kogler im Vizekanzleramt, der grüne Wettliner, mehr Volumensprozent, als die Grünen am Wörterteich heute Stimmen gemacht haben. Also wenn Sie sich die verweste Leiche der Grünen, einer Regierungspartei, einer Vizekanzlerpartei, schönreden, die nicht einmal imstande ist, in einen räudigen Provinzlandtag mehr zu kommen, weil die Bundesregierung, die Sigi Stinkefinger-Maurer, Werner Kogler und die Frau Gehwessler grüne Berchten sind, die in Wahrheit ihren vernünftigen Wähler vertreiben. Und Sie erklären den Misserfolg des Tages bei der Freiheitlichen Partei, die zweitstärkster geworden ist und 1,5% dazugewonnen hat, mehr noch um 0,1% als die Österreichische Volkspartei, die sich im Rausch heute in Kärnten irgendwo runter um den Wörtherseemantel ansauft, weil sie gerade einmal 1% gemacht haben. Ja, dann frage ich mich, was Sie da als Wahlwerbegeschenk der Grünen genommen haben. Marihuana oder was? Nimmt man das jetzt am Wahlabend, um die Tragödie besser zu verkraften? Herr Dr. Bornmeiner, Ihre roten Brüder, Ihre linken Brüder haben heute Haus und Hof verloren. Ihr Lieblingslandeshauptmann ist heute mit minus 10% abgestraft worden. Ihre grüne Haschistruppe ist nicht einmal in den Landtag hineinkommen. Und Sie setzen sich da am Abend noch her und wollen große Faschingsparty feiern, zwei Wochen nach dem Aschermittwoch. Sie sind fertig, Flasche leer. Die Geschichte ist erledigt. Ihre Regierungsparteien in Wien sind heute abgestraft worden. Schwarz und Grün haben im südlichsten Bundesland gerade noch einmal 20%. Das Ergebnis der Österreichischen Volkspartei mit 17% entspricht dem Ergebnis, das Karl Nehammer bei der nächsten Nationalratswahl haben wird. Flasche leer, Herr Dr. Bornmeiner. Es ist vorbei. René Verblü, vorbei ist. Gehen Sie schlafen, nehmen Sie Ihre Schlaftabletten, kurieren Sie Ihre Depressionen aus die nächsten paar Wochen. Sie werden nach dem Wahlergebnis eh nicht imstande sein, am Dienstag im Studio aufzutauchen. Ja? Machen Sie einen breiten Bogen um jeden nächsten Birnenbaum, dass Sie sich nicht aufhängen nach dem heutigen Sonntag, und dann sehen wir uns in zwei, drei Wochen wieder. Okay, also Herr Groß. Ja. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, also das, was der Gerald Groß da offensichtlich geschnupft oder gespritzt oder gesoffen hat, dass er so eine Entgleisung hinlegt, das möchte ich auch nicht in meiner Gegend haben. Aber Herr Groß, ich bin da ziemlich entspannt. Also im Gegensatz zu Ihnen stehe ich weder auf der Payroll des Herbert Kickl noch sonst irgendeiner Partei. Und ich kann ganz entspannt sagen, wie ich es vor der Wahl schon gesagt habe in Kärnten, ich glaube, die SPÖ wird verlieren. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so stark verlieren wird, aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wenige Wochen vor der Wahl die Obfrau-Debatte in der Hitzigkeit geführt wird. Ich habe mir gewünscht, dass die Grünen einziehen. Sie haben zugelegt, aber es hat nicht gereicht. Ich sehe die Aufgeregtheit nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt so durchdrehen muss. Offensichtlich liegen die Nerven ziemlich
ziemlich blank bei Ihnen, aber vielleicht auch innerhalb der FPÖ. Vielleicht ist das auch das, was ich mir schon bei der Niederösterreich-Wahl gedacht habe, dass die Leute offensichtlich davon ausgehen, dass die FPÖ in den Himmel wächst, und das tut sie ganz offensichtlich nicht, nicht einmal in Kärnten. Also wenn es die FPÖ nicht einmal in Kärnten schafft, bei so einer Großwetterlage mehr zuzulegen als 1%, dann muss man auch ehrlicherweise sagen, ist das schon noch ein Watschen ins Gesicht des Herbert Kickl. Aber das wundert mich überhaupt nicht. Und dass Sie da jetzt so schreien und Menschen beleidigen, schon wieder persönlich mit Bärten und so weiter, interessanterweise immer Frauen, ich weiß, es ist ja offensichtlich frauenfeindlich, kann ich auch nicht verstehen. Gehen wir zurück zur politischen Debatte, das fände ich jetzt wirklich wichtig. Also, wir sehen, dass die beiden amtierenden Bundesregierungsparteien zulegen. Und trotzdem erkennen sie darin einen Negativtrend für die Bundesregierung. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir sehen, dass die Partei, die auf Bundesebene bei über 30% in Umfragen liegt und die in dem Bundesland schon über 40% gehabt hat und über Jahre den Landeshauptmann gestellt hat, nur lediglich um 1% zulegen kann. Also ich weiß nicht, was Sie für eine Analyse des Wahlergebnisses machen, aber ich glaube nicht, dass das sehr nah an der Realität ist. Der Punkt ist... Machen wir es mathematisch. Bitte. Die Freiheitliche Partei hat mit 25% 5% mehr als die Österreichische Volkspartei und die Grünen zusammen. Okay? Rein Mathematik. Die Freiheitliche Partei hat heute den zweiten Platz errungen, hat 1% dazu gemacht, 25%, und ihre Sozialdemokratie hat 9% verloren. Die Freiheitliche Partei ist auf hohem Niveau gestartet und hat noch dazu gewonnen. Alle anderen Parteien haben verloren. Ihre grüne Partei ist rein mathematisch nicht einmal in den Landtag gekommen, sondern an der Einzugshürde gescheitert. Ja, wie viel Mathematik wollen Sie denn noch vertragen? Ich erkläre es Ihnen. Oder wie viel Mathematik darf ich Ihnen noch servieren, dass Sie suizidal werden, Herr Dr. Bornmänner? Okay. Ich meine, eine freiheitliche Partei, die im sechsten Bundesland mittlerweile den zweiten Platz erringt, entweder die Sozialdemokratie in einem Bundesland wie in Kärnten abstraft oder die Österreichische Volkspartei abstraft wie in Niederösterreich und wahrscheinlich in Salzburg wieder die ÖVP abstrafen wird und den Herrn Haslauer möglicherweise auf den zweiten Platz verweist. Na, der Parteiobmann einer so einer freiheitlichen Partei möchte ich auch sein. Und Herr Dr. Bornmänner, machen Sie einen Fehler nicht. Machen Sie den Fehler nicht und vergleichen Sie Wahlergebnisse eines Dr. Jörg Haider mit der heutigen Zeit. Herr Dr. Jörg Haider lebt heute nicht mehr, er ist am 10. Oktober 2008 gestorben. Es sind 15 Jahre her. Die Zeiten der 45% eines Dr. Jörg Haider sind auch leider Gottes vorüber. Und heute als Freiheitliche Partei so in Kärnten wieder dazu zu gewinnen und nicht den Jubel an den Tag zu legen, wie ihr Karl III. Schmähhammer, der extra wegen 1% nach Kärnten runterkurbelt, damit er sich dort unten das Ergebnis schön sauft. Ja, Herr Dr. Bornmänner, stellen Sie sich vor, der gewinnt 10%. Der nimmt dann nicht nur Flaschen Bier, sondern gleich Psychopharmaka vor lauter Freude. Genau. Jetzt haben wir froh, dass es nur 1% ist. Aber Herr Gross, eines möchte ich schon noch dazu sagen. Mir wird ja jede Partei angedichtet, die nicht die FPÖ ist. Sie haben waren auch schon bei jeder Partei. Herr Dr. Bornmänner, Sie waren bei jeder Partei. Aber ich finde es okay, ich nehme das, kein Problem. Ja? Aber Sie in jedem, ich muss mir anhören, ich bin der Nehammer-Fanboy, ich bin der SPÖ-Fanboy, ich bin der Grüne-Fanboy. Nehme ich. Wenn wir nach der Rechnung gehen, dann haben meine Parteien eine Zweidrittelmehrheit in Kärnten errungen, während Ihre Partei nicht einmal ein Viertel der Stimmen bekommt. Also worüber lachen Sie eigentlich so? Sie müssten doch eigentlich weinen. Offensichtlich wollen die Kärntner keine extremen Rechten im Landtag in der Stärke haben, wie sie eine SPÖ haben wollen und eine ÖVP. Das ist doch schön. Also ich finde, heute hat wieder mal gezeigt, Kärnten, dass es einen demokratischen Grundkonsens gibt. Bei 75% haben nicht die FPÖ gewählt. Und damit kann ich ehrlich gesagt glücklich schlafen gehen. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass die Grünen zulegen würden und so weiter. Aber am Ende des Tages... 75% haben nicht die FPÖ gewählt und damit bin ich eigentlich schon total zufrieden. Meine Herren, wir machen eine kurze Pause. Wenn der Sebastian Bornmänner zufrieden ist, ist das schon mal eine gute Ausgangssituation. Wir spielen noch einmal eine kurze Werbepause, dann kommen wir zu euch zurück, dann kommt es wirklich zum Finale dieses Wahltags, zum Streitfinale zwischen Gerald Gross und Sebastian Bornmänner. Kurze Werbepause, wir sind gleich wieder da. Ja, willkommen zurück. Jetzt sind wir tatsächlich im Endspurt unseres Wahlmarathons. Wolfgang Fellner, seit 8 Uhr in der Früh im Studio und mit uns noch live verbunden sind Gerald Gross und Sebastian Bornmänner. Jetzt folgt sozusagen der Endspurt in
der Wahlanalyse. Ja, auch der Gerald Gross seit 8 Uhr früh bei uns auf Sendung. Allerdings dazwischen, glaube ich, hat er es gut gehen lassen in der Südsteiermark. So, also Gerald Gross gegen Sebastian Bornmena, letzte Runde in dieser Wahlanalyse. Gerald, nach so einer Niederlage, minus 9%, runtergefallen von 39 auf von 49 auf 39%. Muss da der Landeshauptmann zurücktreten? Müsste Peter Kaiser deiner Meinung nach zurücktreten? Ja, wenn es eine Rücktrittskultur gäbe, sprich, wenn man die persönliche Konsequenz aus dem Verlust der Verantwortung zieht, dann müsste man zurücktreten, wenn das Wahlziel gewesen ist, über 40% zu landen, die Verluste so minimal als möglich zu halten und man rutscht auf 39% ab, legt ein desaströses Wahlergebnis hin, dann hätte es der gute Ton und der Anstand geboten, dass er die Vertrauensfrage stellt, auch gegenüber seinen eigenen Mitstreitern. Dasselbe hätte ich mir eigentlich von Johanna Mikl-Leitner erwartet. Aber bei uns in Österreich verliert man Haus und Hof und man tut so weiter, als wäre nichts gewesen. Auch Pamela Scheuer-Andy Wagner wird versuchen, weiterhin einen toten Esel zu reiten. Sie sitzt zwar im Sattel, aber der Sattel liegt auf einem bereits veränderten, alten, verstunkenen Esel, der vor sich hin verwest, wo der Wurm beim einen Ohr einsteigt und beim anderen Ohr aussteigt. Max Lercher hat es ja so wunderbar gesagt, ohne dies jetzt einmal beim Aschermittwoch der Sozialdemokratie. Mittlerweile gibt es mehr Wähler auf den Friedhöfen der Sozialdemokratie als noch an den Wahlurnen. Ich meine, das muss man mittlerweile auch zusammenbringen. Die versuchen sich alle an der Macht zu halten. Ja, und ich sage, der Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, dann wird es halt in Salzburg eine noch größere Wählerwatschen geben müssen. Auch für die Bundesregierung, für die ÖVP, für die Sozialdemokratie, damit diese Parteien spüren, so kann es nicht mehr weitergehen. Sebastian Bornmena, müsste Peter Kaiser eigentlich zurücktreten heute Abend? Ja, warum? Also ich glaube, wer mit 40%, von fast 40% der Bürgerinnen und Bürger gewählt wird, hat doch einen klaren Auftrag bekommen. Also jetzt zu behaupten, dass es jemand wäre, der zurücktreten muss, na. Ich glaube, er wird sich gegenüber seinen eigenen Genossinnen und Genossen verantworten müssen und davon gehe ich auch aus, dass er es machen wird. Allein schon aus taktischen Gründen würde ich es ihm empfehlen, dass er sich morgen Rückendecken holt von seinen Leuten im Land und das wird er mit Sicherheit auch machen. Aber ich gehe davon aus, dass die nicht so blöd sein werden, wobei man darf das niemals unterschätzen, die Idiotie innerhalb der Sozialdemokratie, beziehungsweise innerhalb der Strukturen der Sozialdemokratie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagen wird zum Peter Kaiser, ja, du hast zwar 40% der Stimmen geholt, aber du musst dich schleichen, weil wir haben mit Sicherheit noch ein paar Leute in der Reserve. Also sicher nicht. Das erwarte ich nicht. Und zum Stichwort Rücktrittskultur in Österreich muss man auch einmal in die Freiheitliche Partei schauen, weil wenn ich mir anschaue, wer da immer noch in Spitzenpositionen innerhalb der FPÖ sitzt, der damals als Heinz-Christian Strache versucht hat, österreichisches Wasser an irgendeine Oligarchen zu verkaufen, Generalsekretär oder irgendwelche anderen Spitzenfunktionen gehabt hat, dann können wir nicht davon ausgehen, dass wir in Österreich irgendeine Form von Rücktrittskultur haben. Weil das sind immer noch die maßgeblichen Personen von damals, die damals schon in Spitzenfunktionen waren, heute auch in Spitzenfunktionen. Also tun wir nicht so, als wäre das irgendwo anders. Das kann man kritisieren, aber nur um quasi Ausgewogenheit zu haben, das gibt es in Österreich in der Form nicht. Aber wenn jemand 40% bei einer Wahl bekommt, dann heißt das, fast jede zweite Person hat gesagt, ich möchte deinen Weg unterstützen. Und daraus jetzt abzuleiten, ich möchte es nicht, vor allem nachdem die Regierungskonstellation aus SPÖ und ÖVP ja insgesamt den Verlust geringer gemacht hat als den alleinigen Verlust von der SPÖ, dann sehen wir, dass das Duo, das bis jetzt regiert hat, in Wirklichkeit fast 60% an Zustimmung bekommen hat. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlecht. Gut. Gerald, du bist ja der Meinung, die SPÖ ist heute mehr oder weniger am Ende eines langen Weges angekommen. Pamela Rendi-Wagner müsste abgelöst werden. Peter Kaiser, die ganze Partie gehört eigentlich abgelöst. Du bist der Meinung, die SPÖ muss einen Neustart wagen, richtig? Naja, wenn einen niemand mehr wählt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man tauscht die Wähler aus, wie es Michael Ludwig in Wien macht, oder die Wähler tauschen die Politiker aus. Also ich bin da eher der Meinung, man sollte irgendwann einmal die Politiker austauschen, bevor die Politiker die Wähler austauschen. Wie zum Beispiel in Wien mit der wunderbaren Unterwanderung der Wiener Sozialdemokratie. Aber wenn die Sozialdemokratie seit Jahren nicht mehr gewinnt,
wenn selbst der Alfred Gusenbauer mit dem Hirokesenschnitt und mit den Radlerhosen, wie wir uns erinnern können, der ausgeschaut hat wie eine gespannte Weißwurst, damals Wolfgang Schüssel vom Thron verjagt hat, oder wenn selbst Werner Faymann es geschafft hat, die Sozialdemokratie, das Proletariat der Werktätigen auf Platz 1 zu bringen. Aber Pamela Scheuer-Rendi Wagner gelingt es nicht, obwohl sie in Opposition zur Bundesregierung steht, die gerade jede Wahl verliert. Die Grünen jede Wahl verlieren, nicht einmal mehr in den Landtag reinkommen. Die Schwarzen in Wahrheit jede Wahl verlieren. Gut, heute haben sie 1% dazu gewonnen, feiern bis morgen in der Früh durch, soll es sein. Also wenn man in Wahrheit mausetot ist, ja, dann muss man sich halt irgendwann einmal neu aufstellen. Und das empfehle ich der Sozialdemokratie, weil ich ja der Meinung bin, dass es eine vitale Sozialdemokratie braucht. Es braucht auch eine Sozialdemokratie, dass es andere Koalitionsvarianten abseits der Österreichischen Volkspartei gibt. Ja, was mache ich denn, wenn die ÖVP am A-Weg stirbt wie ein Esel mit 18% bei der nächsten Nationalratswahl und Karl Nehammer, der letzte Parteiobmann der ÖVP, war? Soll ich dann mit dieser Truppe, wo die Hälfte vom Korruptionsrichter steht, noch einmal eine Regierung bilden? Nein. Also wird es eine vitale Sozialdemokratie brauchen. Da sind alle Parteien heute aufgerufen, sich zu erneuern. Die Sozialdemokratie wie die Österreichische Volkspartei. Oder es wird heute in Salzburg den nächsten massiven Denkzettel des Wählers geben und dann wird es halt eine freiheitliche Landeshauptfrau mit Marlene Swatzek geben. Wenn das die Großparteien wollen, dann rufe ich ihnen zu, nur weiter so, nur weiter so. Sebastian, du bist in diesem Punkt ja ähnlicher Meinung wie der Gerald Groß. Auch du glaubst ja, die SPÖ braucht einen Neustart und Pamela Rendi-Wagner gehört ausgetauscht. Ist das richtig? Ist das deine Meinung? Ja, definitiv. Also ich finde es extrem unwürdig, dass wir uns das immer noch anschauen müssten. Ich habe es eh vorher gesagt, so wie Franz Schnabel am Wahlabend noch gesagt hat, ja, natürlich bleibe ich Obmann, hat auch heute Rendi Wagner wieder gesagt, ja, natürlich bleibe ich Obfrau. Und wir wissen alle, also jeder, der das heute angeschaut, weiß, Rendi Wagner wird unter Garantie nicht Spitzenkandidatin der SPÖ in der nächsten Nationalratswahl. Also es weiß wahrscheinlich auch sie selbst. Ich weiß auch nicht, normalerweise macht man das, um sich irgendwie eine bessere Ausgangsposition für irgendwelche Jobs, auf die man halt gehievt wird, zu machen. Es wird ja auch spekuliert, dass Rendi Wagner vielleicht die Position von Doris Burres einnehmen wird, aber Doris Burres möchte erst Bundespräsidentin werden. Also diese ganzen wirren Tagträume, die manche SPÖ-Politikerinnen und Politiker da momentan wälzen, sind ja alle wirklich realitätsfremd. Aber der Punkt ist, Rendi Wagner hat keine Zukunft innerhalb der SPÖ und ich glaube, nach dieser Wahl jetzt ist es hochnotwendig und zwar vor der Wahl in Salzburg. Das ist wirklich wichtig. Weil ich finde, ein David Egger in Salzburg hat sich's nicht verdient, genauso wie Peter Kaiser, jetzt eine Obfrau- oder Obmann-Debatte in den Wahlkampf mitzunehmen, weil er dort wirklich die Möglichkeit hat, ein gutes Ergebnis für die Sozialdemokratie zu erreichen. Und ich würde mir wünschen, dass die SPÖ es schafft, vor der nächsten Landtagswahl, also bevor im April Salzburg wählt, zumindest einen Prozess aufzusetzen, möglichst einen direktdemokratischen, wo die Mitglieder der SPÖ und wenn sie gescheit ist, ähnlich bei den Vorwahlen in den USA, wo Präsidentschaftswahlkämpfe ja auch dadurch sich auszeichnen, dass die demokratischen oder die republikanischen Kandidaten sich einer Vorwahl stellen, die mehr als nur die eigenen Wähler einschließt. Wenn die SPÖ jetzt klug ist, dann macht sie eine Form von direkte Wahl ihres Vorsitzenden oder ihrer Vorsitzenden und stärkt sich damit insgesamt. Und im Idealfall beginnt sie diesen Prozess unmittelbar nach dieser Wahl und versucht nicht, das Ganze noch weiter durchzutauchen, weil es wird nicht besser, es wird immer schlimmer für die Sozialdemokratie. Du bist ja der Meinung, dass nur Hans-Peter Tosko zählt, die SPÖ derzeit retten kann, richtig? In der aktuellen Konstellation ja. Also wenn ich mir anschaue, wer momentan auf Bundesebene sichtbar ist, zum Beispiel ein Jörg Leichtfried, der wirklich schon lange, lange aus der Politik rausgehört, oder andere innerhalb der SPÖ, dann gibt es momentan nur einen Hans-Peter Doskozil, der diese Partei aus meiner Sicht übernehmen kann, der vor allem auch so viel Bekanntheit und Popularität genießt in der österreichischen Bevölkerung über die Grenzen der SPÖ hinaus, sodass es zu einem Wahlerfolg kommen könnte. Ob Hans-Peter Doskozil tatsächlich
die Person ist, die die Partei einen kann, und zwar den linken Flügel und den sogenannten rechten Flügel, der aus meiner Sicht eher pragmatischer Flügel ist, wage ich zu bezweifeln. Aber warum macht man es nicht so, wie man es in Niederösterreich gemacht hat? Da hat man mit Sven Hergovic jemanden genommen, der in seiner Zeit als AMS-Chef gezeigt hat, dass er eine anständige, vor allem arbeitsmarktpolitische, sozialdemokratische Politik macht. Man hat aber gleichzeitig den Andi Babler damit beauftragt, eine Reformkommission zu leiten. Warum kann man das nicht im Bund auch machen? Warum kann man nicht sagen, wir holen uns jetzt den bekannten und auch populären Hans-Peter Doskozil, der soll auch Spitzenkandidat sein, und gleichzeitig setzt man einen Prozess innerhalb der SPÖ auf mit dem Ziel, dass diese Partei endlich das abbildet, was Österreich geworden ist. Und um auf den Seitenhieb, diesen wirklich zutiefst plumpen, dumpfen und rassistischen Seitenhieb von Gerald Gross wieder einzugehen: Die Wienerinnen und Wiener wählen halt zur Hälfte die SPÖ. Und zwar die Wahlberechtigten. Wenn Sie meinen, der Michael Ludwig würde die Stadt unterwandern mit lauter Flüchtlingen, dürfen ja eh nicht wählen. Die sind ja eh nicht wahlberechtigt, Herr Gross. Es sind die FPÖ-Wähler und die ÖVP-Wähler von früher, die jetzt SPÖ wählen. Also so falsch dürfte das offenbar nicht machen. Und ich bin der Meinung, die Sozialdemokratie auf Bundesebene muss, ähnlich wie die Sozialdemokratie in Wien, es schaffen, eine echte linke Politik zu machen und glaubwürdig für die Menschen da zu sein. Dann wird sie auch wieder entsprechende Wahlerfolge genießen. Ich habe da noch eine Frage zu Hans-Peter Doskozil, weil man als politischer Beobachter sich schon die Frage stellen muss, warum prescht er nicht nach vorne, warum tritt er nicht nach vorne, warum ist er bei den Gremiensitzungen nicht dabei? Kann es sein, und das ist ein bisschen eine unethische Frage, aber immerhin hat es das Profil auf dem Cover gehabt, dass er wirklich aus gesundheitlichen Gründen eine solche große Aufgabe wie SPÖ-Chef gar nicht antreten kann oder will? Ich glaube, dass das an sich kein Problem sein sollte im 21. Jahrhundert. Wir haben in Deutschland mit Wolfgang Schäuble den Bundestagspräsidenten gehabt, der aufgrund eines Attentates seitdem im Rollstuhl sitzen muss. Wir haben Miloš Zeman in Tschechien, der Staatspräsident beispielsweise in einem Rollstuhl sitzt. Ich glaube, wir leben im 21. Jahrhundert, ob einer nach Kehlkopfoperationen eine etwas schlechtere Stimme hat oder nicht, glaube ich, ist nicht kriegsentscheidend in der Politik, würde ich so sagen. Ich glaube ganz ehrlich, dass Hans-Peter Doskozil ein massives Problem hat, eine Mehrheit hinter sich zu schaden. Er hat mittlerweile die Zuneigung der SPÖ-Wähler, aber die SPÖ-Wähler sind nicht ident mit den SPÖ-Funktionären. Das ist relativ einfach. Die Wähler wollen etwas anderes, als die Funktionäre wollen. Die Funktionäre wollen auch weiterhin Pamela Scheuer, Andy Wagner, und der Wähler will Hans-Peter Doskozil. Und da haben wir den mächtigen Gewerkschaftsflügel, der Doskozil nicht will. Da haben wir die Wiener, die Doskozil nicht wollen. Dann haben wir den Herrn Kaiser, der bis heute in Nibelungentreue bis zum Untergang im Wörthersee auf der Seite von Pamela Scheuer gestanden ist und mit ihr in Wahrheit gescheitert ist, der Hans-Peter Doskozil nicht wollte. Und das ist wohl eher das Problem, das Hans-Peter Doskozil hat, dass er innerhalb der Sozialdemokratie nicht mehrheitsfähig ist, wiewohl er in der Wählerschaft mehrheitsfähig wäre. Aber das kommt halt außer, wenn irgendwelche Parteiapparatschiks, die ihr Hirn beim Portieren der Löbelstraßen abgeben, Politik machen über Jahre und Jahrzehnte und nur an ihre eigene Gasch denken und nicht an das Fortkommen der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, du glaubst, die Situation für die SPÖ ist fast hoffnungslos. Ja, keine klassische Paragraph 16-Situation. Der letzte Draht Licht absperrt zu, bringt die Buchhaltung am Zentralfriedhof raus, begrabt sie in der Urne neben Viktor Adler, singt ein letztes Mal die Internationale, dann mit Freundschaft, mit hocherhobenen Arm, und damit ist die Geschichte endlich enterledigt. Ich meine, das ist ja in Wahrheit ein langes Sterben. Das sind ja in Wahrheit wie politische Zombies. Alle zwei Monate tauchen sie auf ihren Grüften aus, belästigen die Menschheit in Österreich am Höhepunkt einer Teuerung und in einer Inflation mit ihrer eigenen parteipolitischen Nabelschau. Ich meine, wo kommen hin? In der Ukraine fliegen die Raketen. Ja? In Österreich wissen die Menschen nicht, ob sie die Miete sich leisten können, nachdem die Regierung den Mietpreis angezogen hat, ob sie den Strompreis zahlen sollen oder ob sie die Leasingraten fürs Auto zahlen sollen. Ja, 3 Jahre haben wir Grundrechtsbrüche nach Corona gehabt und die SPÖ streitet seit 4 Jahren. Ich meine, welcher vernünftige Mensch, ehrlich, soll heutzutage noch die Sozialdemokratie wählen? Das sind in Wahrheit Sadomasochisten, die das tun. Das ist das Stockholm-Syndrom, von dem die restlichen SPÖ-Wähler umfasst werden. Das ist wie bei der Campus und beim Prekopil so gewesen. Das ist das ganz das Gleiche, halt nur in Rot.
Ja? Sebastian, siehst du das genauso? Ist das eine hoffnungslose Situation, in die die SPÖ da geraten ist? Weil die kommt ja aus der Situation nicht mehr raus. Der Doskozil wird keine Mehrheit der Funktionäre finden, die Randy Wagner keine Mehrheit der Wähler. Das ist ja irgendwie fast eine fatale Situation, die sich jetzt ergibt. Unlösbar, könnte man sagen. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Also wenn man sich anschaut, dass ein Andi Babler in Niederösterreich bei der Niederösterreich-Wahl trotz und gegen einen Kandidaten Franz Schnabel fast 50% in seiner Gemeinde gewonnen hat. Ja? Trotz Flüchtlingslager und verfehlter Flüchtlingspolitik durch Innenminister Kickl und andere Zuständige in den Bundesregierungen, die er als Bürgermeister schon erleben musste. Wenn wir sehen, dass es Bundesländer gibt, in denen die sozialdemokratischen Spitzenkandidaten 40% und mehr erreichen, kann man ja wohl bitte nicht so deppert sein und wirklich ernsthaft behaupten, dass die Sozialdemokratie in Österreich keine Rolle mehr spielen wird. Also ja, absurd. Die Sozialdemokratie ist immer noch um einiges wichtiger, als es die Freiheitliche Partei jemals sein wird. So ernst müssen wir noch einmal sein, weil eines darf man nicht vergessen. Es mag sein, dass sie bei den bundespolitischen Wahlen momentan einen Durchhänger hat, weil manche Apparatschik seit Jahren und Jahrzehnten in der Löbelstraße sich festgeklebt haben. Das sind die echten Kleber, die dort in der Löbelstraße festpicken und die können einmal weggespült. Die haben sich ja nur eine Marionette namens Randy Wagner dorthin gesetzt. Keiner kann auch ernsthaft glauben, dass die Pamela Randy Wagner der Spiritus Rector der gesamten SPÖ momentan ist. Das sind ja Christian Deutsch und seine Freunde und nicht diese arme Frau, ja. So, aber sie muss halt einen Schädel dafür hinhalten, dafür wird sie auch gut bezahlt. Aber ich bin der Meinung, Sozialdemokratie, schauen wir uns an, was sie mit der Arbeiterkammer, mit dem ÖGB und mit vielen, vielen Institutionen in diesem Land Wertvolles leistet, kann man doch nicht sagen, dass die SPÖ in der heutigen Zeit nicht wichtig, präsent oder auch von den Menschen geschätzt werden würde. Aber wir brauchen auf bundespolitischer Ebene in der Partei einen Neustart. Und da bin ich ganz radikal. Also ich wäre wirklich dafür, dass man mal die Bürgerinnen, aber auch die Parteimitglieder einlädt, und zwar ernsthaft einlädt, nicht mit irgendwelchen Multiple-Choice-Fragen, die man ausschickt an irgendwelche Leute. Und wenn dann 5 Promille antworten, glaubt, dass man einen großen Rückhalt hat. Sondern ich meine ernsthaft, eine Sozialdemokratie, eine SPÖ hat aus meiner Sicht den Auftrag, gerade jetzt, und da muss ich dem Gerald Gross recht geben, mit dem depperten Streiten aufzuhören, sich von dieser leidigen Bagage in der Löwestraße zu trennen und dann rauszugehen und zu sagen, so, wo sind die Menschen, die in diesem Land Verantwortung übernehmen wollen für ihre Mitmenschen? Und zwar unabhängig davon, was für Hautfarbe die haben, welche geschlechtliche Orientierung sie haben, welche Glaubensgemeinschaft sie angehören oder ob sie reich oder arm sind. Und wenn sie das machen würde, dann glaube ich, könnte die SPÖ innerhalb von kürzester Zeit wieder mit Abstand die stimmenstärkste Partei werden. Und jetzt müssen wir schauen, ob diese Wahl, ob dieser Tritt ins Gesicht bei der Kärntenwahl ausschlaggebend genug war für so einen Prozess oder ob der arme David Egger in Salzburg auch noch die Watschen nehmen muss für die Bundespolitik und erst dann der Neustart beginnt. Aber wir werden den Neustart in der SPÖ erleben, hundertprozentig. So, Schlussrunde, meine Herren. Was sind die Folgen dieser Kärntenwahl? Was sind die Folgen auf landespolitischer Ebene? Das heißt, wie wird sich die Landespolitik verändern? Wird es wieder eine rot-schwarze Koalition geben oder wird Peter Kaiser gestürzt werden? Und wird es eine Koalition rechts der Mitte geben? Und wenn ja, mit welchem Landeshauptmann? Und was sind die bundespolitischen Folgen? Was wird aus der Regierung? Was wird aus den Grünen? Was aus der SPÖ wird, hast du ja schon gesagt. Sebastian, du fängst an, bitte. Was sind die Folgen der Kärntenwahl? Also auf Landesebene glaube ich, dass wir eine Fortsetzung von SPÖ und ÖVP erleben werden, weil die beiden zusammen, wie gesagt, fast 60% erreichen. Es würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand das politische Experiment eingehen würde, mit einem politischen Wechselbalg wie dem Herrn Köfer, der Freiheitlichen Partei und der ÖVP eine Regierung zu bilden, kann ich mir kaum vorstellen. Also ich glaube, auf Landesebene werden wir nicht sehr viel erleben, außer dass vielleicht Peter Kaiser ein paar Veränderungen in seinem Team macht, aber wahrscheinlich nicht einmal das. So, also Landesebene weitestgehend irrelevant. Bundesebene viel interessanter und ich glaube, das ist das, was viele auch im Vorfeld unterschätzt haben. Die meisten haben gemeint, oh, Kärntenwahl irrelevant, schauen wir lieber Salzburgwahl und danach wird quasi das große Sesselrücken beginnen. Stimmt nicht. Erstens einmal, in der SPÖ wird sich eine ohnehin schon vorherrschende Dynamik noch verstärken. Ich glaube, der Deckel wird nicht mehr lange auf dem Topf
draufzuhalten sein. Früher oder später fliegt das in die Luft. Aber Karl Nehammer hat hier eine massive Stärkung seiner Position erlebt. Das muss man jetzt auch sagen. In den Umfragen, vor allem in den Prognosen auch im Vorfeld, ist er ja schon quasi zum Totengräber der ÖVP in Kärnten auserwählt worden. Jetzt hat er eine massive Rückenstärkung erlebt und ich glaube, dass ihn das in seiner Position absichern wird. Das ist auf jeden Fall etwas, was dafür spricht, dass die Bundeskoalition, die wir jetzt gerade erleben, bis Ende 2024 anhalten wird. Vor einem halben Jahr hätte niemand von uns damit gerechnet, dass es passieren wird. Und detto bei den Grünen. Weil ich muss auch sagen, ich sehe bei den Grünen momentan eine Führungsschwäche. Ich sehe, dass ein Werner Kogler, der, wenn er schon ab und zu mal auftritt, oft passiert das eh nicht, nicht in einer Verfasstheit auftritt, die tatsächlich die Leute motiviert, den Grünen ihre Stimme zu geben. Ich glaube, auch die Grünen werden sich jetzt, vielleicht warten es noch die Landtagswahl in Salzburg ab, aber früher oder später muss Werner Kogler an Leonore Gewessler oder Stefan Kaineder in Oberösterreich übergeben. Er muss den Weg freimachen, damit die Grünen eine Zukunft haben und er muss das jetzt machen und nicht erst Ende 2024. Auch diese Dynamik wird durch das Kärntner Ergebnis verstärkt, weil Gerald Gross hat recht, es ist unwürdig, wenn eine Regierungspartei in einem Bundesland mit so einer starken Kandidatin wie Olga Voglauer nicht mal mehr in den Landtag reinkommt. Das muss auch auf bundespolitischer Ebene Konsequenzen haben. Für die Freiheitliche Partei wird sich nichts ändern, weil Herbert Kickl im Endeffekt in seinem Kurs gestärkt wurde. Er ist jetzt nicht der Überflieger, aber ich glaube, er wartet jetzt mal das Ergebnis in Salzburg ab, wo Marlene Swatzek sicher sehr stark abschneiden wird und dort wahrscheinlich verdient auch zulegen wird. Und ansonsten haben wir nur noch die Neos, die heute in ihrer Irrelevanz noch einmal manifestiert wurden, weil diese Partei braucht halt einfach wirklich überhaupt niemand. Und ich glaube, dass das auch auf Bundesebene sich entsprechend abbilden wird. Gut, Gerald, deine Analyse. Was sind die Folgen der Kärntenwahl auf landespolitischer Ebene und auf bundespolitischer Ebene? Na, ich glaube, dass in Kärnten sich tatsächlich nicht viel tun wird, sondern Peter Kaiser wird nach einem ordentlichen Wundlecken der nächsten Tage den billigen Jakob geben oder sich den billigen Jakob viel eher holen, nämlich die Österreichische Volkspartei, die 1% dazugewonnen hat und sich freut, als hätten sie den Kilimandscharo bestiegen. Er wird sich also die ÖVP holen und wird versuchen, diese sogenannte Große Koalition fortzusetzen. Ich glaube, dass die Freiheitliche Partei in Kärnten mit dem zweiten Platz durchaus zufrieden sein kann. Ja, es stimmt. Herbert Kickls Weg ist bestätigt worden. Es ist die nächste Landtagswahl, die Freiheitliche Partei auf den zweiten Platz gebracht hat. Die Sozialdemokratie rangiert überall mittlerweile auf dem dritten Platz. Wenn man sich Tirol ansieht, wenn man sich Vorarlberg ansieht, wenn man sich Oberösterreich ansieht, wenn man sich den nächsten Steiermark ansieht. Das heißt, dieses Element ist gestärkt. Für die Bundeskoalition wird es sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass die ÖVP-Landeshauptleute mit 1% plus in Kärnten zu befriedigen sein werden. Die Kärntner ÖVP ist die letzten Wochen durch alle Dörfer marschiert und hat gesagt, wenn ihr uns nicht wählt, dann gibt es uns nicht mehr in Kärnten. Das heißt, ist den Menschen viel Angst ja fast schon eingeimpft worden, um Gottes Willen ja die ÖVP zu wählen. Die wahre Herausforderung für Karl Nehammer wird die Salzburger Wahl sein. Wenn Wilfried Haslauer dort 10-15% verliert, dann ist Karl Nehammer und die Bundes-ÖVP samt dem Erwin Bröll-Gedächtnisverschnitt des Herrn Stocker, da mit der Tonsur, ist er im Übrigen auch Geschichte. Das heißt, das geht dann schneller, als wir denken. Nämlich Niederösterreich zu verlieren und Salzburg zu verlieren, das wiegt dann wohl, glaube ich, um einige schwerer als in Kärnten einen Prozentpunkt dazu zu machen. Ja, und das wird die Problematik sein. Die Grünen sind in Wahrheit Geschichte. Da gebe ich Sebastian Born-Männer recht. Denn am Höhepunkt der sogenannten Klimakrise, wo jeden Tag irgendwelche Idioten auf den Straßen kleben, die Grünen nicht einmal in den Landtag hineinkommen, das ist schon ein besonderes Stück, dass sie sich hier geleistet haben. Und die Neos von Frau Meindl-Reisinger, ja, dazu brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Zu viel zum Leben und zu wenig zum Sterben oder umgekehrt. So, das war die Analyse. Wir haben alle ein Lachflash von Sebastian Born-Männer bis zu uns im Studio. Danke, Gerald, für die Heiterkeit am späten Abend. Es ist jetzt nahezu 22.30 Uhr. Wir sind seit 8 Uhr früh im Studio und Sie haben hoffentlich seit 8 Uhr früh mitgeschaut. Ich hoffe, Sie bleiben auch noch dran. Wir haben jetzt noch eine Werbepause und dann kommt ein Best-of dieser Wahl.
bis Mitternacht. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön, dass Sie insgesamt 16 Stunden mit uns diesen Wahlmarathon bestritten haben oder zumindest einen Teil davon. Es war eine extrem spannende Wahl, die ganz anders ausgegangen ist, als wir uns das alles in der Früh vorgestellt haben und die morgen noch für sehr viel Diskussionen sorgen wird, aber auch noch am Dienstag, wenn die beiden Herren dann wieder im Studio sind beim Duell Groß gegen Bornmena, auf das ich mich schon besonders freue. Danke fürs Zuschauen. Jetzt bitte noch dranbleiben für Best of diese Wahl. Ein Best of, das Sie sich vielleicht anschauen sollen. Und danach gute Nacht. Schlafen Sie gut. Freuen Sie sich mit Karl Nehammer über die 1% ÖVP-Prozentgewinn oder weinen Sie mit Josef Czap und Peter Kaiser über die 9% SPÖ-Verlust, egal wie. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht.